Sehr geehrte Damen und Herren, auf Kundenveranstaltungen bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, wer schuld sei an den niedrigen Anleiherenditen. Dabei wird mir klar, dass viele Kunden an die These von der globalen Sparschwemme glauben. Angeblich habe sich die Sparneigung weltweit erhöht, etwa wegen der Leistungsbilanzüberschüsse der Schwellenländer oder weil sich weltweit der Bevölkerungsanteil der Menschen im arbeitsfähigen Alter erhöht habe, die eben mehr sparen als Rentner. Dieses Mehr an Ersparnissen treffe auf nicht genügend rentable Investitionsobjekte. Der Überschuss an Ersparnissen drücke dann die Zinsen. Das hört sich auf den ersten Blick plausibel an, aber es überzeugt mich nicht. Erstens, die Leistungsbilanzüberschüsse und damit die Ersparnisse der Schwellenländer sind nach der Asienkrise von 1997-98 in der Tat deutlich gestiegen. Das investierten die Länder vor allem in US-Staatsanleihen, was deren Renditen senkte. Aber seit 2007 schrumpften die Leistungsbilanzüberschüsse der Schwellenländer, was der These von der Sparschwemme widerspricht. Zweitens, der steigende Bevölkerungsanteil von Menschen im arbeitsfähigen und damit im Sparalter erhöht nicht nur das Angebot an Kapital, sondern auch die Nachfrage nach Kapital. Schließlich werden für jeden neuen Arbeitsplatz Maschinen, Büros und Computer benötigt. Es ist also fraglich, ob die Verschiebung der Altersstruktur zugunsten der arbeitenden Menschen weltweit per Saldo zu einem Sparüberschuss und damit zu niedrigeren Renditen führt. Die These von der Sparschwemme reicht mir nicht aus. Um die gegenwärtig niedrigen Zinsen zu erklären, darf man die Zentralbanken nicht ignorieren. Denn sie haben ihren Anteil an den ausstehenden Staatsanleihen durch aggressive Käufe deutlich erhöht. Damit und nicht mit der angeblichen Sparschwemme kann man den Renditerückgang in den zurückliegenden Jahren erklären. Das heißt aber auch, steigt die Fed aus der expansiven Geldpolitik aus, dann steigen die Renditen zumindest in den USA wieder etwas an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und lesen Sie für mehr Informationen bitte die Woche im Fokus.